Wir wollen wieder Logarithmen im Kopf berechnen. Berechne den Wert der folgenden Logarithmen. Und wir starten direkt mit Aufgabe 1. Logarithmus von 16 zur Basis 2. Logarithmus von 16 zur Basis 2. Was muss ich in den Exponenten von 2 schreiben, um 16 zu bekommen? 2 hoch 1 ist 2. 2 hoch 2 ist 4. 2 hoch 3 ist 8. Und 2 hoch 4 ist 16. Bingo. 2 hoch 4. Die Lösung ist also 4. Und du siehst schon, wir suchen immer nach dem Exponenten. Wir suchen nach dem Exponenten. Man kann das ruhig so aufschreiben. Denn 2 hoch 4 ist gleich 16. Und so machen wir weiter. Logarithmus von 32 zur Basis 2. Was muss ich denn in den Exponenten von 2 schreiben, damit 32 rauskommt? 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8, 2 hoch 4 ist 16, 2 hoch 5 ist 32. Bingo, 5. Denn 2 hoch 5 ist 32. Das ist also immer die Überlegung. Wir wollen immer den passenden Exponenten rausfinden. Und jetzt siehst du vielleicht schon, dass die dritte Aufgabe ziemlich leicht wird, weil wir von 32 auf 64 auch wieder verdoppeln. Wir multiplizieren nochmal mal 2. Also kommt hier entsprechend 6 raus. Logarithmus von 64 zur Basis 2 ist 6, denn 2 hoch 6 ist 64. Denn 2 hoch 6 ist 64. Du siehst schon, von 16 auf 32 und von 32 auf 64 muss ich verdoppeln. Also nimmt der Exponent bei der 2 um 1 zu. Logarithmus von 64 zur Basis 4. Was muss ich bei 4 in den Exponenten schreiben, damit 64 rauskommt? 4 hoch 1 ist 4. 4 hoch 2 ist 16. Und 4 hoch 3, 16 mal 4, 64. Das ist schon die Lösung. 3. Logarithmus von 64 zur Basis 4 ist 3. Bam. Denn 4 hoch 3 ist 64. Und interessanterweise ist 3 schon die Hälfte von 6. Warum? Naja, weil 4 schon 2 zum Quadrat ist. Ja, das ist hier ein interessanter Zusammenhang. Darüber kannst du gerne nochmal nachdenken. Aufgabe 5. Logarithmus von 125 zur Basis 5 ist auch 3. Ja, denn 5 hoch 3 ist 125. Das Ergebnis beim Logarithmieren entspricht also immer einem Exponenten. Und dieser Exponent gehört jeweils zu dieser gelben Zahl, zu dieser Basis. Wir sagen ja Logarithmus von zur Basis. Also die Basis ist schon vorgeschrieben. Und rauskommen soll eben genau diese blaue Zahl. Also Logarithmus von blau zur Basis gelb ist grün, denn gelb hoch grün ist blau. 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 Und gelb hoch grün ist blau. Wir suchen also immer nach der grünen Zahl. Wir suchen jeweils nach dem Exponenten. Logarithmieren ist ein Thema, das in der Schule ziemlich unbeliebt ist, würde ich sagen. Das heißt, dass du mit ein bisschen Übung hier sehr, sehr schnell einen Vorteil rausholen kannst. Ein bisschen Übung bedeutet, wir müssen noch ein paar Aufgaben lösen. Die habe ich dir unter dieses Video angepinnt. Schreib mir deine Lösung dazu gerne als Kommentar und dann schaue ich da nochmal drüber. Und dann werden wir gemeinsam, du und ich, besser in Mathe. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.